Unter dem Thema Dada fand am 4.11.2016 in der Galerie Hartung in Köln eine ganz bemerkenswerte Ausstellungseröffnung statt. 15 Künstler steuerten Bilder, Collagen und Installationen zu diesem Thema bei. Die Idee zu dieser Ausstellung kam von Rolf Hartung und Peter Mück, der mit seinem Netzwerk CrossArt viele Künstler um sich geschart hat. Der Gastgeber eröffnete die Ausstellung und gab das Wort an Peter Mück weiter, der dann die einzelnen Künstler kurz vorstellte. Dada. So. Ja, herzlich willkommen in der Ausstellung Dada mit allen möglichen und unmöglichen Situationen. Dürft ihr euch darauf einstellen? Ich gebe erstmal weiter an die Künstler, die heute ausstellen bzw. Aktionen durchführen. Gehören zum großen Teil zu CrossArt. Ich möchte Ihnen kurz namentlich vorstellen. Zum einen haben wir Rolf Hartung, der auch gleichzeitig die Funktion des Galeristen heute innehat. Regine Ermert, wo haben wir sie? Kann er mal aufzeigen. Manfred Fürth, steht hier vorne. Barbara Heindert-Fahr. Elinore Hieber, Jochen Höbel, Leonie Jeckel, Hans Gull, Helga Langhage. Ihr wollt die Künstler bestimmt, was sie zu sagen haben? Ihr seid die Faschisten. Ihr habt meine Großmutter nach Auschwitz gebracht. Ihr. Camus, Donata Reinhardt, Bettina Guckner, hier vorne. Und von Tutut gibt es hinten noch eine Soundinstallation. Tutut ist da hinten, genau. Per Kopfhörer anzuhören, da hinten in der Nähe vom Sofa, an dieser kleinen Schaufensterpuppe. Und last but not least, Bilder von Peter Mück. Ja, und genau der zelebrierte dann die erste Dada-Action. Das ist eins von meinen Pin-Ups-Bildern aus einer alten Serie zu einem Nachtprojekt. Und das werde ich jetzt gleich zerschlagen im Rahmen der Dada-Ausstellung. Denn Dada war Veränderung. Und wo fängt man mit der Veränderung an? Bei sich selbst. Dann fangen wir mal an. Mit der alten Kunst. Ja, und dann wieder eine Frau spalten wollen. Ja. Genau, das ist dieser Chauvinismus, der mich ankotzt. Ja, nichts da und dies mit der Einhauen. Gewalt gegen Frauen, wenn es auch symbolisch ist. Also ehrlich. Auch die anderen Künstler und sogar Besucher wurden mit einbezogen, indem sie Zettelchen mit geheimen Botschaften oder Kunstwerke in das Feuer warfen. Aus der Asche soll dann wie ein Phönix etwas Neues entstehen. Die Dada-Bewegung ist vor 100 Jahren im Ersten Weltkrieg entstanden und genau über dieses Thema unterhält sich jetzt Rolf Hartung mit dem Aktionskünstler Labs Kowalski. Und daraus entstand dann die zweite Dada-Action. Aber sehen Sie selber. Geil. Wir sind genau da, wo wir damals 1916 waren. Das passt so mit dem 100-jährigen Jubiläum. Und Dada war ja auch ein Reflex auf eine Welt, die zunehmend sinnloser und unverständlicher geworden ist. Der Zweite Weltkrieg tobte. Es war schon klar, es ist ein Stellungskrieg. Niemand wusste, wie die Zukunft überhaupt aussehen kann. Und wie kann man auf solche Situationen reagieren? Genau. Indem man sagt, alles ist wirklich irre geworden, also werden auch wir irre. Kunst muss keinen Sinn mehr haben. Kunst darf unsinnig sein. Und deswegen zu denken, dem, was ich gerade gerufen habe. Ich darf alles machen. Du darfst nicht widersprechen. Du bist auch Künstlerin oder zumindest kunstaffin. Sieh das im Gesamtkommen. Ich bin doch kein Nazi. Ah, genau das
Du hättest 1916 so gut ins Cabaret Voltaire gepasst. Ich möchte auf eine Vernissage mich freuen, Kunst bewundern, eine gute Rede hören und nicht beleidigt mit, wenn sie verstehen. Nein, es musst du mal wehtun dürfen. Genau diese bürgerliche Scheiße, wie du sie äußerst, die sorgt doch dafür, dass die Kunst so langweilig ist. Tut mir leid, aber ich gehe das Hörspiel nicht. Das freut mich. So, das war natürlich böse. Das war nicht nur unsinnig. Nach dieser geplanten Publikumsbeschimpfung zeigte uns Rolf Hartung an einem Kunstwerk seine Dada-Deutung. Das, was hier der Jochen, alle lachen über den Schnuller. Dieses Kunstwerk, sage ich mal, ne, ist eigentlich, geht da drauf, da oben ist die Drohne, zielgerecht mit Leitstrahl trifft es genau das Kind, den Schnuller. Und das, was eigentlich nett aussieht, ne, hat einfach einen ganz anderen Hintergrund. Ne? Und das ist für mich auf jeden Fall der Punkt, das ist geil. Ja, genau. Und darum sollten Sie mal vorbeikommen. Die Ausstellung geht noch bis zum 2.12.2016.